Oder zumindest weniger Holzmangel. Sagen wir so, kein Holzmangel würde ich jetzt... Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber etwas weniger. Ich glaube, damit fahren wir sicher. Da wird weiter Kohle aus dem Boden geholt. Sehr, sehr gut. So mag ich das. So, und hier fehlt uns Kohle, weil wir leider kein Brot aktuell haben. Wollen wir das mal kurz quersubventionieren? Mit etwas Fisch. Damit der Fischer auch mal ein bisschen Ware los wird. Ach komm, wir könnten uns hier sogar noch einen hinstellen. Machen wir doch mal. Der Farm nehmen wir damit, glaube ich, keinen Platz weg. Also einen halben Millimeter, aber nicht nennenswert. Ach, jetzt eine fertige Bäckerei. Da hätte ich so Bock drauf. Ich dachte immer, die priorisieren nach Reihenfolge, wie man Gebäude baut. Aber hier sehen wir, die Waffenschmiede kriegt anscheinend... Eher Bretter, oder? Nee. Ach, guck mal, hier hast du jetzt alles. Sehr schön. Da fehlen noch drei Bretter. Dann geht doch mal rüber und macht hier alles fertig. Das wäre fein. Haben wir dann nämlich auch schon mal wieder was von den Hacken. Schon wieder eine halbe Stunde ins Land gezogen, ohne dass ich gespeichert habe. Wupp. Dann... Hier haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Das finde ich schon mal gut. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich ihn nutzen will, aber ich werde ihn früher oder später nutzen. So, ich glaube, ich will erstmal hier Richtung Berg weiter expandieren. Also, Hauptsache, du hast die Spitzhacken schon gemacht, aber nicht die Schaufel, um die ich dich gebeten habe. Haben wir noch eine Angel über? Nope. Dann brauchen wir auch da noch eine. So, dann schrauben wir gleich wieder. Ja, komm, der erste Bäcker steht. Wir können jetzt also wieder auf die Goldmine hochschrauben. Und endlich wird mal Mehl verarbeitet. Yay! Aber ich glaube, mir gehen schon wieder langsam die Träger aus. So gefühlt. Deswegen muss ich da mal schauen, dass ich bald nachjustiere. Oh, Steine fehlen. Das ist mal eine Abwechslung. So, hast du hier noch was zum Jagen oder eher weniger? Eher weniger, dann jag doch mal bitte da oben. Da sehe ich noch ein paar Hasen rumlaufen. Kannst du hier unten noch ein bisschen was abmurksen? Alles für den Mampf. Gott sei Dank, es kommen die ersten Brote. Sehr schön. So, wie viel brauchst du noch? Ja, da muss noch ein bisschen was kommen. So, die Pioniere sind hier schon zu Gange. Sehr schön. Hier klemmt es tatsächlich an einem Stein, aber da kommt er ja schon. Oder wird er hier hingebracht? Ne, hier ist schon alles voll. So, da können wir einen Mottek mehr für einen Bauarbeiter investieren.
So, wenn ihr dann die Güte hättet, einmal die Burg hier fertigzustellen, das wäre wunderbar. Dann könnte ich nämlich Ette hier abreißen, hätte wieder einen Stein und ein Brett frei. Nicht, dass ich jetzt so den akuten Mangel noch habe. Das scheint sich jetzt tatsächlich einigermaßen ausgegangen zu sein. Aber die nächste Baustelle kommt ja bestimmt. So, da unten haben wir den Holzfäller. Das heißt, du darfst jetzt gerne hier vor deiner Tür fällen. Sehr, sehr gut. So, wie schaut's hier aus? Der letzte Stein wird hier verballert. Wunderbar. So, dann wir bitte alles voll machen hier. Danke. Ja, das ist aber eine ordentliche Grenzerweiterung, nicht? Da habe ich hier nochmal einen Holzfäller hin, der hier schön alles freikloppt. Weil in dem Moment, den mache ich etwas woanders hin. Der kommt hier hin, dann kann er nämlich hier unten die noch gut weghauen. So, ein Schäufelchen brauchen wir noch. Dann habe ich ein weiteres 5er Squad, das wird dann hier unten expandieren. Und du, Kollege, darfst schon mal hoch zu deinen Homies. Meanwhile, mehr Kohlebergwerke. Auf dass unser schwarze Gold niemals ausgeht. Ich könnte auch eigentlich noch eine weitere Eisenschmelze gebrauchen. Mach ich mal da ein. Meine Waffenschmiede kann ich ja schon mal einen Lord Helmchen in Auftrag geben. Ach komm, machen wir mal zwei. Für später. So, ich finde es gerade nicht so... Ah, okay, gut. Der zweite Bäcker ist auch gerade erst angelaufen. Wunderbar, dann... Sollte so langsam die Versorgung mit Brot stehen. Wunderbar. Ah, die Bretter, die stapeln sich hier schon. Finde ich tendenziell gut, immer einen Puffer zu haben. Eine Axt fehlt. Ja, guck mal einer an. Dann her mit der Axt. Und vor allem, ganz wichtig, her mit 5 weiteren Pionieren. Ich habe noch gar keinen Weinberg. Warte mal, da muss ich jetzt, wo ich das gerade diese roten Punkte hier sehe, vielleicht auch mal ein bisschen nach Ausschau halten, wo ich meinen Wein anbaue. Irgendwie vergesse ich das ganz gerne. Deswegen wollte ich hier so munter das große Wohnhaus hinklatschen, aber vielleicht wäre hier ein guter Spot für einen Weinanbau. Ach, ihr drei habt nichts zu tun. Ja, sehr fein. Dann fangt doch mal da hinten an. Na, endlich. Wir sind auf Gold gestoßen. Wupp, wupp. Na, hoffentlich ist da noch ein bisschen mehr im Boden. Das wäre sehr wünschenswert. So, wo haben wir ein paar Hoppläschen? Da. Kommst du nicht so weit? Nee, leider nein, leider gar nicht. Es reicht nicht. Irgendwo noch was in Reichweite, sieht gerade nicht so aus. Ah, Moment, da ist ja gerade irgendwas in Reichweite gelaufen. Sehr schön. Dann wollen wir dich natürlich nicht von deiner Arbeit abhalten. Du brauchst noch ein paar weitere Schaufeln. Jawohl, da ist noch mehr Gold. Sehr schön. Dann seid doch mal so gut und übernehmt mal hier hinten bitte das Grenze erweitern.
Ja, Sekunde, ich kümmere mich gleich um dich, lieber Holzfäller. Jetzt schon kein Holz mehr. Das ging ja fix. Dann erstmal hier hinten bitte weitermachen. So, guck mal, die beiden Helme sind schon fertig. Schön, schön, schön. Oh, da ist sogar sehr viel Gold. Schön. Machen wir noch mal hier passenderweise... Alter, hier ist ja richtig viel Gold. Sehr schön. Das gefällt doch. So, ein guter Standort für eine Goldmine. Ja, da gibt es diverse gute Standorte für eine Goldmine. Aber dafür sollten wir erst einmal noch ein bisschen... Grenze einholen, damit wir den Standort auch sauber treffen. Ich glaube, da kriegen wir locker 2 Goldminen hin. Was ich super finde. Aber wie üblich gilt eins nach dem anderen. Dann können wir nämlich auch eine 2. Goldschmelze dahin bauen, ohne weiteres. Also nicht ohne weiteres, das Land brauchen wir dafür schon, deswegen lieber Holzfäller. Einmal da unten bitte freipüllen, vielleicht kriegen wir hier noch eine 2. Goldmine daneben gequetscht. Da bin ich jetzt einfach mal ein ganz klein wenig Optimist. Dann ist noch mehr Gold, ja, Heidewitzka. Jetzt weiß ich, was sie meinten von wegen mit, hey, wir haben ja viel Ressourcen. Ich frage mich aber, was dieser Wink mit dem Zaunpfahl sollte. Von, ja, da können wir ja viele Bögen bauen. Ich meine, Schwerter können wir genauso bauen, nur das mit den Bögen wirkt wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Deswegen bin ich da ein bisschen hellhörig. Kannst du mal die Produktion vorübergehend einstellen? Weil dann verschwendest du kein Brot und die Steinmetze können auch ihre Gebiete weiter leer prügeln. Das sieht auch aus wie ein potenzielles Weinanbaugebiet. Versuchen wir es mal so. Kein freier Siedler, oh je. Ja, ich brauche dringend ein Wohnhaus. Ja, das sieht aus wie ein Hügel, deswegen möchte ich da die Stelle ungern nehmen. Machen wir uns jetzt einfach hier hin fertig. Du kannst schon mal weg. So, die Goldschmelze ist fertig, auch wenn wir noch gar kein Gold fördern. Das macht natürlich richtig viel Sinn. Na, Moment, die habe ich jetzt etwas blöd platziert. Da kriege ich jetzt keine 2. sinnvoll neben. Immer noch nicht. Ah, wegen diesem blöden Zipfel hier. So, nehmt mal bitte hier alles ein. Ist mir jetzt egal, auch wenn ich euch von da unten abziehe. Ist mir wurscht. Weil vielleicht, wenn der ganze Schneebereich umrandet ist, geht der Zipfel da weg. Naja, Wetter nach links möchte ich jetzt nicht, weil ich möchte jetzt nicht 2 suboptimale Goldminen haben. Ach komm, ich hau die jetzt da ein und fertig. Ja, guck, die hat er doch gut abgegriffen. Und im Zweifel, da hinten haben wir noch Gold, hier oben haben wir noch Gold. Es wird schon passen. Wird schon alles seinen Zweck erfüllen. Hoffe ich jetzt mal. Sonst, weil der Holzfäller hier unten noch ein bisschen Gas gegeben hat, kommen wir da wahrscheinlich auch ein bisschen weiter.